Wie Sie mit Easy Feedback ein Quiz oder ein Scoring erstellen, zeige ich Ihnen jetzt. Grundsätzlich haben Sie mit Easy Feedback ja die Möglichkeit, einen Fragebogen aufzubauen. Ganz klassisch, kennt man. Aber es gibt auch oftmals die Situation, dass man sagt, okay, ich muss einen Punktewert hinterlegen. Ich möchte einen Punktewert hinterlegen. Ich möchte, dass richtige Fragen ausgewertet werden, zum Beispiel. Oder ich möchte auch ein ganz klassisches Quiz machen, wie zum Beispiel einen Persönlichkeitstest. Oder ich möchte einen Städtequiz machen, einfach als ein bisschen Animation für meine User auf meiner Website oder über Newsletter oder ähnliches, um immer mal wieder neuen Content zu bringen. Was können Sie mit Easy Feedback machen? Wir haben jetzt einfach mal für dieses Beispiel, das bieten wir Ihnen auch an, dass Sie das kostenlos nutzen können, über neue Umfrage anlegen, finden Sie ganz unten ein paar Quizzes von uns vordefiniert und wir haben dieses Burnout-Quiz, ganz interessant. Kann man mal selber mal durchgehen und gucken, ob man Burnout gefährdet ist. Hier als Vorlage mal reingezogen und gucken uns das jetzt mal genauer an. Dieser Test, Burnout-Test würde ich ihn jetzt mal nennen, oder auch Quiz, basiert auf einer Methode, die ist ca. 20, 30 Jahre alt. Das sind 20 Fragen, die hier abgefragt werden, alle mit Ja und Nein zu beantworten. Und aufgrund der Antworten, die gegeben wird, kann man identifizieren, ob derjenige Burnout gefährdet ist oder es eben nicht ist. Und um das jetzt mit Easy Feedback einzustellen, müssten Sie als erstes, oder die Basis, sagen wir jetzt mal nicht müssen, sondern die Basis ist, dass Sie erstmal den Fragebogen aufbauen. Das heißt, Sie bauen den Fragebogen so auf, wie Sie ihn haben möchten. Das ist hier exemplarisch jetzt schon passiert. Und danach wechseln wir mal in die Einstellung. In den Einstellungen finden wir hier rechts die Quiz- und Scoring-Einstellung. So, sobald Sie die öffnen, haben wir grundsätzlich erstmal die Option, das Ganze anzuschalten oder auch zu deaktivieren. Das heißt, wenn es deaktiviert ist, findet es nicht statt und andersrum ja auch. Das ist relativ selbsterklärend. Dann können wir grundsätzlich eine Berechnung definieren. Das heißt, möchten wir die Berechnung auf Basis einer Punktzahl stattfinden lassen oder auf Basis einer richtigen Antwort? In diesem Beispiel, wir haben nur Ja und Nein. Wir hätten jetzt mit Punkten arbeiten können. 1 und 0 geht auch, haben aber jetzt uns für richtige Antworten entschieden. Das heißt, hier sind alle Fragen wieder abgebildet, wie ich sie auch im Fragebogen habe, beziehungsweise auch die, die möglich sind. Also eine Textfrage funktioniert nicht, weil wir können Textantworten nicht werten, das geht nicht. Also wir brauchen Klickfragen und haben jetzt hier hinten die Option richtige Antwort. Bei der ersten Frage ist ja die richtige Antwort. Hier ist es auch ja, ja, ja. Hier haben wir zum Beispiel Nein als richtige Antwort. Und so führt sich das jetzt fort. Das muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Das können Sie sich sicherlich sehr gut denken. So, am Ende kommen wir an und bekommen eine Zusammenfassung. Weil wir uns für richtige Antworten entschieden haben, sehen wir maximal richtige Antworten sind 22. Das ist unsere kleine Hilfestellung. So, und dann geht es hier unten in die individuelle Auswertung beziehungsweise auch die Anzeige der Handlungsempfehlung. Wir können jetzt mehrere dieser Boxen, nenne ich sie jetzt mal, definieren. Und dann können wir sagen, bei Punkte richtige Antworten, je nachdem, welches System wir gewählt haben, von 0 bis 10, das ist jetzt hier die Range, die wir brauchen, zeige bzw. führe folgende Aktion aus. Wir möchten die Abschlussseite anzeigen. Wir können auch, was ganz interessant ist, aufgrund einer erreichten Punktzahl oder richtigen Antworten, können wir auch eine Weiterleitung stattfinden lassen. Das ist vielleicht, wenn Sie auf Ihrer Website zur Lead-Generierung ein kleines Quiz machen, also ich sage jetzt mal die Quiz-Funktion nutzen, um so einen kleinen Persönlichkeitstest zu machen, wer bin ich oder wer bin ich nicht oder was gefällt mir, wenn es im Bereich Klamotten geht oder ich irgendwelche Produkte suche und ich brauche eine kleine Beratung, dann kann man das darüber lösen und aufgrund der Punkte, die erreicht sind, machen wir eine Weiterleitung direkt in den Shop oder direkt auf die Website zu dem Angebot, was genau passend dazu ist. Ganz interessante Geschichte. Und dann könnten Sie hier dementsprechend genau die URL hinterlegen, wenn er in diesen bestimmten Bereich reinkommt. Wie gesagt, wir können die Abschlussseite anzeigen, wir können eine Weiterleitung tätigen und wir können das Ergebnis am Ende der Umfrage anzeigen. Das heißt, der Teilnehmer sieht nochmal genau das, was er vorher geantwortet hat. Und weil wir ja hier die auf richtige Antwort gesetzt haben, zeigen wir ihm auch noch an, wie die Antworten denn waren. Welche Frage hat er richtig beantwortet und welche hat er falsch beantwortet? Das ist wie, wenn Sie so einen Fahrschultest machen und am Ende sehen Sie Ihre Auswertung und sagen, Sie sind durchgefallen und Sie haben es bestanden. So, wir nehmen jetzt die Abschlussseite und dann können wir hier den Text definieren, der am Ende der Seite angezeigt werden soll.
In diesem Beispiel sind es, sie sind nicht der Gefahr eines Burnouts ausgesetzt. Das heißt, wir kommen in den Punktebereich Nein und haben einen kleinen Text dazu definiert. Und wir haben eine zweite Range definiert, das heißt von 11 bis 22 Punkten oder richtigen Antworten, Entschuldigung, weil richtige Antworten 22, bin ich Burnout gefährdet. Das heißt, ich gebe hier eine andere Handlungsempfehlung aus. Das Ganze ist jetzt an dieser Stelle mit einfachem Text platziert. Wir können auch sagen, ich mache es als Beispiel, Sie haben Questions, ist der richtige Platzhalter hier. Sie haben Questions von Max Questions richtig beantwortet. So, da ich jetzt nicht alle Fragen auswendig weiß, wo es welche Punkte gibt, kopiere ich den Text mal und setze ihn auch hier in diese Handlungsempfehlung mit rein. Wir speichern das und wir speichern das. Wenn wir uns jetzt das mal anschauen wollen, scrollen wir mal hoch auf die Vorschau. So, hier ist unser Burnout-Test. Wir starten unseren Test und ich nutze jetzt die Tastatursteuerung. Wir geben jetzt mal überall Ja an. Dann kommen wir da schneller durch. So, 22 Fragen, da sind wir gleich vorbei. Und Ergebnis anzeigen. Jetzt sehen wir, wir sind Burnout gefährdet, das heißt, was war der untere Text, den wir eben eingegeben haben? Und wir haben nämlich 12 von 26 richtig beantwortet. 26, 26, da ist irgendwo ein Dreher drin, nicht schlimm. Zeigt uns aber, wir sind einfach in dieser Range von 11 bis 22, weil wir haben 12 geantwortet. Und so setze ich das hier zusammen. Wir haben jetzt hier nochmal, wenn Sie das sich nochmal ungefähr vor Augen halten möchten, was denn am Ende passiert. Das ist der Text, das haben wir gesehen, das ist die Abschlussseite. Wenn wir zum Beispiel Ergebnis am Ende wählen, hätten wir dann hier die Fragen, wo denn unsere Punkte steht oder ob es richtig beantwortet wurde. Und am Ende dessen würde unser individueller Text stehen und auch noch eine gesamte Berechnung, eine gesamte Darstellung der erreichten Punkte. Das könnten wir auch einstellen. Ich aktiviere das mal und dann gucken wir uns das nochmal live an. Wir gehen nochmal in die Vorschau, klicken uns hier relativ schnell durch. Dazu kann ich vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen. Wir werden jetzt gleich auf der Abschlussseite oder am Ende das Ergebnis am Ende sehen. Das heißt, alle Antworten, die ich jetzt gegeben habe, das wird uns nochmal angezeigt. Und wie ich eben sagte, wird am Ende nochmal eine Zusammenfassung der erreichten Punktzahl angezeigt. Es gibt Befragungen oder Tests, wo man zwischendurch eine Auswertung sehen möchte. Das heißt, ich habe einen Block von Fragen, drei, vier Fragen und am Ende dieser Fragen möchte ich eine Zwischensumme ziehen. Das ist auch möglich. Das nennt sich Blockauswertung bei uns. Jetzt aber erstmal das Ergebnis am Ende. So, wir sehen unseren Test. Das heißt, hier richtige Antwort ja und wir sehen auch die Bestätigung. Nein, ja wäre die richtige Antwort gewesen und so weiter und so fort. Das zieht sich jetzt hier durch. Ich scrolle mal ein bisschen nach unten. Genau. Hier haben wir wieder unsere individuelle Textmeldung, die ausgegeben worden ist. Und wir sehen hier auch wieder die Punkte-Range. Also wie gesagt, das sind die Möglichkeiten. Entweder nur den Text am Ende platzieren, wo wir auch die Zahlen ausgeben können. Wir können die automatische Weiterleitung einrichten. Oder aber auch wie hier das Gesamtergebnis nochmal anzeigen, beziehungsweise das Ergebnis des Teilnehmers und diesem dann diese Werte geben. Hier unten wäre jetzt die Blockauswertung. Ich zeige es mal als Beispiel. Das ist dann so ein Zwischenschritt, den wir einbauen können, wo der Teilnehmer halt eine Zwischensumme sieht von den Fragen, die wir aber auch individuell definieren können. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal, ich klicke mal drauf. Das heißt, wir sagen erstmal, wo soll das Ganze angezeigt werden an der Stelle. Und dann können wir halt x-beliebige Fragen hier dazu wählen. Und würden dann von diesen drei Fragen eine Zwischenauswertung an dieser Position erhalten. So können Sie sich das individuell zusammenstellen und aufbauen. Was noch ganz interessant oder zu sagen ist an der Stelle, wir haben die Umfrage jetzt leider nicht scharf geschaltet, sonst würden wir, ich aktiviere sie mal kurz und
gehe noch mal schnell durch. Das passiert jetzt in Zeitraffer. So, wir sind am Ende. Das ging wirklich schnell. Hier sehen wir nochmal das Ergebnis, was wir eben eingebunden haben. Und es gibt ja auch mal die Situation, dass wir sagen, wir machen diesen Test, aber ich möchte das gar nicht zeigen. Ich möchte das dem Teilnehmer nicht zeigen am Ende. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur diesen Wert, damit wir mit diesem Wert arbeiten können. Können wir hier einstellen, sage ich jetzt mal kurz zum Einstellungsbereich, wir müssen ja nicht diese beiden Bereiche definieren. Wir können ja auch von 0 bis 22 in einem Bereich sagen und geben ihnen einfach nur einen allgemeinen Text. Vielen Dank für die Teilnahme. Wissen aber im Hintergrund die Punktzahl bzw. die Werte, die derjenige erreicht hat, weil wir das für die interne Auswertung brauchen. Und das Ganze sehen wir denn hier im Bereich Auswertung, Einzelergebnis wieder. Hier ist unsere Teilnahme und hier sehen wir die erreichten Punktzahl, das sehen nur wir, das sieht erstmal der Teilnehmer nicht und könnten jetzt hier über diese Darstellung dementsprechend auch nochmal sehen, wo denn was gut und schlecht geantwortet wurde. Und wenn Sie Daten exportieren Richtung Excel CSV, dann würden Sie auch den Wert, den Quizwert, auch dort wieder finden, um dann dementsprechend mit der Datei oder mit dem Ergebnis weiterzuarbeiten. So, ich hoffe, das hat Ihnen gezeigt, wie Sie am besten ein Quiz aufbauen und auch mit den Ergebnissen und mit den Möglichkeiten arbeiten können. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Erfolg.